Herzlich willkommen. Erleben Sie noch einmal die bewegendsten, spannendsten und berührendsten Momente der Barbara Karlich Show. Heute endlich wieder vereint. Vor 25 Jahren trennten sich die Wege von Franz und Hermann. Und seitdem hat sich jede Spur im Sand verlaufen. Hier ist der Franz. Servus, lieber Franz. Hallo, Barbara. Geht's dir gut? Na, ein bisschen zippelig bin ich. Ja, das ist die Aufregung. Ja. Gell? Aber wir sind ja heute hier, weil wir über alte Freundschaften reden und die Frage auch aufwerfen, wie wichtig ist dir unsere Freundschaft? Dich verbindet eine sehr lange Freundschaft zu einem gewissen Hermann. Genau. Wer ist denn Hermann? Also der Hermann war ein Jugendfreund, der ist 1958 nach Wien gegangen. Wir sind nämlich beide Niederösterreicher. Aus? Also sogenannte Flüchtlinge, jetzt in Wien. Mhm. Und ich bin 1959 nach Wien gekommen. Okay. Und er war Kellner vom Beruf. Und ich bin damals in meiner Jugend, wie ich nach Wien gekommen bin, ich bin 38 geboren, war ich ja noch nicht so alt, nicht? Wie heute. Und da bin ich in die Kaffeehäuser abgegangen in Wien, dass ich mir was kennenlernte. Mhm. Und da habe ich im Café Währingerhof habe ich den Kellner kennengelernt. Ja. Und da bin ich immer wieder hingegangen. Und da haben wir sie eben ausgetauscht. Er ist von Ravensbach, also ich bin von Waldviertel. Und da hat sich die Freundschaft entwickelt. Und bis zum 66er Jahr waren wir in Verbindung. Okay. So, in der Zwischenzeit ist er dann hat er gewechselt gehabt, das habe ich dann von einem Kollegen von ihm erfahren. Ja, der Herr Hermann ist angeblich nach Deutschland. Und damit war es abgebrochen. Und jetzt kommt's. 1985 gehe ich im Volksgarten spazieren. Wer geht beim Parlament drüben? Der Hermann. Ich rufe ihm nach. Hermann, der rührt sich nicht, der geht weiter. Erinnere ihm nach, beim Rathaus habe ich mich erwischt. So, wir nehmen uns um einen Hals, haben Geschichten ausgetauscht. Sag ich, was machst du eigentlich? Jetzt habe ich dich jahrelang nicht gesehen. Sagt er, ich habe im 23. Bezirk zu tun. Sag ich, na, ich wohne im 23. Besuch mir, kaufst Zeit. Sagt er, ich komme am Abend hin. Am Abend ist er hinkommen, ist über die Nacht geblieben. Und ich im 14. Bezirk habe ich mir ein Haus gebaut, oder wie man so sagen. Sag ich, pass auf, ich möchte ihn nach Wolfersberg führen. Ich will dir das Haus zeigen und verbringe meinen schönen Tag im Garten. Das haben wir gemacht und dann hat er sich verabschiedet und seit 85 habe ich nichts mehr gehört. Ja. Werden so Freundschaften gerade in solchen Momenten oder auch im Alter vielleicht wichtig? Jetzt hast du den Nagel am Kopf getroffen, im Alter. Mhm. Ich erzähle meiner Frau von der Großmutter. Ich erzähle jetzt von meinen Freunden, ich habe mehrere Freunde gehabt. Mhm. Nur das war ein besonderer Freund. Ich habe seine Eltern gekannt in Ravensbach. Mhm. Die waren ganz arme Leute. Und es hat uns eine Freundschaft verbunden, die was, glaube ich, heute überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Ja. Und es war mir ein Bedürfnis, den Menschen, wenn er noch leben sollte oder wo er ist, dass ich den noch einmal in mein Leben sehe. Wir haben einen Tipp bekommen von einer möglichen Telefonnummer. Probieren wir ihn anzurufen. Ja, bitte. Ich mache jetzt keine Hoffnungen, wir probieren einfach. Ja? Ja, bitte. Okay? Das macht jetzt die Regie bitte und wir rufen diese Nummer an. Es ist eine Handynummer, glaube ich. Aha. Da läutet es ja im Studio. Hallo, Franz. Ja, hallo. Hier spricht der Hermann. Schrammel? Na, wie ist er sonst? Das ist sehr gut erhalten. Du wirst korpulent. Ich werde immer Tiere und du brauchst bald zwei. Ja, du hast keine Frau wahrscheinlich. Ja, das weißt du gar nicht. Du hast keine Frau. Ja, sicher. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist der Herr Oberkellner. Der war noch wirklich ein Oberkellner, vor 50 Jahren. Ja. Deswegen, der war ein bisschen dicker. Also Barbara, nehmt Platz. Darf er die Küssen nach? Nein.
Johanna und ihre Mama Maria suchen eine gewisse Lina aus Portugal. Das Einzige, was sie haben, ist deren Mädchenname. Nun gut, das ist aber schon 20 Jahre her. Hier sind Johanna und Maria. Angekommen, gemütlich gemacht, Johanna und Maria. Die Lina, die ist ein Mädel aus Portugal, das ihr quasi ja, vermisst, kann man sagen. Wer genau war denn die Lina? Die Lina ist unser 13. Kind, unser Pflegekind. Die war 6 Jahre bei uns. Ja. Ihre Eltern sind nach der Arbeit nach 5 Jahren nach Portugal wieder runtergefahren. Und sie ist bei uns geblieben. Sie hat uns ins Herz geschlossen und unsere Mutter hat zu ihren 12 Kindern sie aufgenommen, wie unser eigenes gewesen. Ja, ja, ja. Ja, die Lina war eigentlich ein sehr aufgewecktes Kind. Wir haben mit ihr eigentlich, dann meine Schwester eigentlich in die Schule gegangen. Sie hat bei uns eigentlich Deutsch gelernt. Ja. Wir haben mit Händen und Füßen geredet, dass wir uns verständigen haben können. Und das Schöne daran ist, sie ist bei uns eigentlich so aufgenommen worden wie jede andere Schwester. Ich habe 8 Schwestern und 3 Brüder. Und ich muss ehrlich sagen, das war dann auch momentan auch schwierig, wie sie dann runtergefahren ist. Und den Abschied natürlich. Und wir haben dazwischen nur einmal einen Brief bekommen. Und wir haben sie hat gesagt, ich mag nicht schreiben, weißt du? Schreibfaul. Ja. Schreibfaul. Und irgendwann ist der Kontakt abgerissen. Das heißt, ihr habt auch gar nicht mehr versucht, sie zu finden. Oh ja, sie wollte raufkommen. Sie hat uns einmal geschrieben, dass sie einstweil verheiratet ist, inzwischen 2 Kinder hat und wollte nach Österreich kommen. Ne? Nein, sie wollte kommen. Sie ist wiedergekommen, wie die Elisabeth geheiratet hat, die Seherin. Ja, zu der Hochzeit ist sie einmal dazwischen raufgeflogen und dann ist sie wieder runtergeflogen. Und wann war das? 1979 hat die Elisabeth geheiratet und zu dieser Hochzeit ist sie raufgeflogen von Portugal. Das war auch ganz überraschend, das war ganz schön. Und die letzten Jahre haben wir schon lange keinen Brief mehr gekriegt. Das heißt, eigentlich ist es jetzt schon fast 28 Jahre her oder was, ne? Jetzt haben wir 2007? Ja. Fast. Ja, ja. Also schon. Aber der Drang oder der Wunsch war von der Mutter immer so stark, dass wir gesagt haben, wir setzen uns in die Tat um. Und unsere Schwester, natürlich die Margit, hatte die tolle Idee zu schreiben. Die Margit, die ein bisschen schüchtern ist, habe ich gehört. Ne? Darf ich dich bitten, dass du dich zwecks Kameraeinstellung kurz auf die Bühne setzt? Sei so lieb, ja? Damit wir das so schön, schönes Bild haben mit der Mama und mit deiner Schwester. Du wirst auch ganz schnell hoffentlich verkabelt, denn was dir fehlt, ist eine, ja, ein Mikrofon. Nun gut, also Margit, du hast gesagt, dass du ein sehr schüchternes Mädchen bist. Also schreiben tust du ja recht gerne, reden lieber nicht. Das soll die Johanna machen und die Mama machen. Aber wenn diese Lina käme, würdest du dich auch auf die Bühne setzen. Nun gut, wir haben keine Lina in Portugal gefunden. Wir haben eine Lina in Frankreich gefunden, die aber aus Portugal kommt. Hier ist eure Lina. Na, so eine stürmische Begrüßung hatten wir ja noch nie hier. Treffst du mich? Das ist für dich. Das ist für dich. Und ich glaube, ich habe auch Elisabeth, jetzt die Martina und Adele. Sind alle da, die ganze Familie. Nehmt einmal Platz. Nehmt einmal Platz. Lina, setz dich ruhig neben die Maria, du rutschst gleich dazu. So, oh Gott, ist das aufregend. Dich habe ich sofort gehört. Und Elisabeth auch und Adele, ich habe oben gesehen. Gerhard, was sagst du, Margit? Ich bin schon böse, gell? Nein, ich. Das ist spitze. Nachher habe ich die
die Adresse verloren. Oh. Und ihr Nummer-Telefon, weil wir sehr viel umgezogen sind. Genau. Du kommst ja von Frankreich. Ja. Sag Belina. Wie viele Kinder hast du? Jetzt habe ich sechs. Weil sechs Kinder? Aber ich habe sechs. Als ich klein war, wenn ich Maria, zu Hause war, ja. Ich habe mir immer gesagt, ich wollte 13 Kinder haben. Genau wie bei der Familie. Bei mir zu Hause, bei meiner Mutter, wir waren nur drei, aber es gab nicht so viele Liebe wie bei meinen. sie hat nicht geändert. Nein. Johanna. Ja, habe ich nicht geändert. Aber ich glaube, Lina, du bist ziemlich gut im Erinnern von Gesichtern. Ich glaube, du hast jetzt alle wiedererkannt. Das heißt, ich nehme an, dass du jetzt große Augen machen wirst und weitere junge Damen erkennen wirst, nämlich deine Schulkameradinnen von damals. Ja, die sind alle da, mit der Lehrerin, mit der Christine. Ja? Und die kommen jetzt alle hier die Treppe runter. Schau mal darauf. Hier sind Christine, Claudia, Martina, Silvia, Christine, Helene, Gabriele, Manuela. Sagen lassen. Als Lehrer, ich hatte noch nicht gehabt und ich habe nie mehr gehabt, ein so gutes Lehrerin wie Sie. Ja. Christine, ja? Bitte, das bitte. Ist wahr. Maria hat selbst nie eigene Kinder bekommen. Sie wollte aber immer welche haben und hat sich dazu entschieden, Pflegekinder aufzunehmen. Bis heute sucht sie nach einem Pflegekind ganz besonders. Sie ist heute hierher gekommen mit ihrer Friseurin, einem echten Engel, kann man sagen, mit der Elisabeth. Herzlich willkommen. Elisabeth, du warst diejenige, die den Brief an uns geschrieben hat. Bitte erzähl, wie es dazu kam. Die Maria ist Kundin von mir und nachdem sie etliche Male bei mir war, dann hat man irgendwie so ein persönliches Verhältnis, baut man da auf. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie Pflegekinder gehabt hat. Und unter anderem eines, ganz ein liebes Mädchen, das ja dann aber leider wieder weggenommen worden ist. Und dass sie immer ständig an das Kind denken muss, was daraus geworden ist, wo das Kind jetzt lebt und was sie eben macht. Und dann hat sie mir erzählt, sie ist ein großer Fan der Barbara Karlich-Show und sie war da schon einmal mit den Senioren zu Gast. Und sie weiß, dass da vielleicht das möglich ist, dass man da jemanden suchen kann. Mhm. Nur weiß sie eben nicht, wie sie das irgendwie machen soll. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist kein Problem, Internet, da schreibe ich gleich mal um der Mail. Und jetzt möchte ich gerne wissen, Maria, wie ist denn die Petra damals zu dir gekommen? Ja, weil ich angesucht habe, schon bei der Fürsorge, weil immer Pflegekinder haben ich schon gehabt. Und dann ist es gar nicht so lange hergegangen, haben wir nachher das zweite gekriegt. Das ist ja unser Umwand, unser alles gewesen, immer. Und ja, jede, aber sie ist halt außergewöhnlich ein liebes Kind gewesen. Außergewöhnlich, ja. Und das hat mich halt nachher auch, wie wir es wieder haben müssen hergeben. Haben wir halt auch gedacht, mein Gott, wo wird das Kind hinkommen sein und wo wird sie da gehen und wo wird sie sein? Und das hat mich halt immer interessiert, was mit dem Kind passiert ist nachher. Das heißt, du hast in all den Jahren jeden Tag an sie gedacht? Ja, immer. Ja, nein, so ein liebes Kind kann man nicht vergessen und das gewöhnt sich auch zu. Das ist wie ein eigenes Kind. Das kann man nicht vergessen. Ja.
was würdest du sie denn fragen? Ja, ich möchte sie ja fragen, wie es ihr geht und wo sie ist. Ja. Ich weiß ja gar nichts, weil der Hauptpfarrer von Regensburg, der was getauft hat, ja, wir haben sie ja taufen lassen, und der hat ja jahrelang gefragt, wie es der Petra geht. Jetzt haben wir sie ja jetzt mal gesagt, sage ich ihm selber, keine Ahnung. Aber denkst du, würdest du sie wiedererkennen? Weil sie ist ja jetzt ja, eine, ja? Das kann ich selber nicht ja sagen. Ja, weil das ist ja das weiß ich selber nicht, ob es noch da kann. Ja. Sie ist halt so verliebt gewesen und das kann man nicht vergessen. Dann schauen wir einmal, ob wir sie gefunden haben. Ja, bitte. Glaubst du, dass wir sie gefunden haben? Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Dann schauen wir mal, ob du sie wiedererkennst. Hier ist die Petra. Hätte ich mir nicht gedacht, dass es wirklich ernst ist. Ja, nicht. Das hätte ich mir nicht gedacht. Ich auch nicht. Jesus, nein. Das ist so lieb. Jesus. Nicht zum Glauben. Weißt du, wie sie mich gefunden haben? Über eine Kindersachenbörse. Wirklich? Die ich mit einer Freundin zusammen organisiert habe, 2 Jahre lang. Und meine Kontaktdaten waren zwar nie vorhanden, aber nur, ich bin immer mit ihr im Zusammenhang aufgetreten, ja, weil ich die Mailings und alles geschrieben mhm habe. Und dann haben sie meine Freundin, die Andrea, angeschrieben, die eher da sitzt. Und die Andrea ist die Einzige, oder war bis vor kurzem die Einzige, die meine ganze Vergangenheit gekannt hat. Bin ich schon froh, Jesus, ne? Naja, die Adresse habe ich jetzt... erkannt? Nein. Ja, ich habe an das Gesicht, kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja, das glaube ich. Das ist überhaupt nicht. Nur, Jahre. Ich weiß aber das nicht, ob es stimmt, aber ich kann mich an eine Szene erinnern, wo die die Sau bissen hat in die Hand. Also. Und ja, da gab es irgendwie so ein Latzhosel, was die Marika genau, eine rote Latzhose. Eine rote Latzhose mit einem grünen Herz drauf. Und das habe ich jahrelang in meinen Kasten gehabt und das wollte ich nicht hergeben. Mein Gott. Und vor 12 Jahren bin ich nach Salzburg gegangen. Und jetzt habe ich selber 2 Kinder. Und da, mein Gott. Nachher habe ich halt schnell ausgeschrieben, wie mir die Mama geschrieben hat, dass du jetzt bei ihr bist. Und da haben wir nachher ausgeschrieben, also wenn du bei ihr wieder wegkommst, ich nehme dich sofort wieder. Ja. Ja. Und nachher hat es dann hat's nichts mehr gegeben. Ihr redet jetzt, als ob ihr euch gestern, aber letzte Woche das letzte Mal gesehen hättet. Ja, von Kaffee, ja. Als wäre dann nie dieses Haupt durchtrennt worden. Hoffentlich sagen wir ins öfter Herz. Ja, ich sehe ja, ja. Wenn Freundschaften Vorteile bringen sollen, dann muss man diese Freundschaften natürlich auch pflegen, sagt die Ricky. Herzlich willkommen. Du sagst, man muss sie halt pflegen, die Freundschaften. Ja. Hast du so Freunde von klein auch, auf, ja, also Kindergarten? Von klein auf nicht, aber schulzeitmäßig, ja, von der Hauptschule her. Ja. Und auch jetzt beruflich eine Kollegin, Freundin geworden, beste Freundin mhm geworden. Also das entwickelt sich schon auch unter die Kollegen auch. Und in der Schulzeit, wie waren da die Freundinnen? Oh, da waren wir so eine kleine Clique. Ja. Ich bin ein 65er Jahrgang, das heißt, ich bin 74 aus der Hauptschule ausgetreten. Und da gab es noch Reich und Arm. Und das hat man damals schon gesehen. Die Ärmeren sind eine Gruppe gewesen, die Reicheren natürlich auch, ist ja ganz klar. Und ja, und da haben wir waren so eine Gruppe, mhm, und die arm war, weil unsere Familien, unsere Väter, unsere Mütter mhm konnten sich ja nicht alles leisten. Wenn du 2, 3, 4, 5 Kinder zu Hause hast, ist es schon ein bisschen schwer, jedes Kind zu, ja, dorthin zu schicken, damit zu fahren lassen, das will sie, das. Also. Und gibt es da jemanden, an den du sehr intensiv die letzten Jahre ja gedacht hast? Auf meine Schulfreundinnen. An welche besonders?
unsere Clique eigentlich. Also da gibt es schon ein paar Mädchen. Sag, die, wie haben sie einen Kassen? Die Gabriele zum Beispiel, die Gabi, mhm. die Irene, mhm. dann gibt es noch eine Gabriele. Mhm. Ja, wir waren 4, 5, 6 oft nur. Okay. Und wie waren so diese Clique der Armen? Was so lustig ist, ist, dass man dann, obwohl man sich so nahe war und so viel Zeit miteinander verbracht hat, dass man doch die eigenen Wege geht und sich dann aus den Augen verliert. Ja. Und oft ist es so, dass diese Menschen gar nicht so weit weg wohnen. Die sind nicht in Australien oder ich weiß nicht wo. Die sind oft nur ums Eck zu Hause. Wir haben uns natürlich auf die Suche gemacht, gell, Ricky? Was? Na sicher. Nein. Wir wären nicht wir, hätten nee. Wir nicht geforscht, unsere neugierige Nase in alle Ecken gesteckt. Wir sind fündig geworden. Echt? Ja. Na. Das schau her. Eine Frau, also ein junges Mädel damals, heute eine Frau, die auch sehr viel an dich gedacht hat in der Zeit. Ich weiß nur genau, dass du so ein Düsen warst und die Anführerin. Ich? Ja, du. Ja, aber das kannte ja die Person. Das hat ja nicht, das hat ja diese Person, die wir gefunden haben, bestätigt. Und das wird sie sicherlich jetzt auf der Bühne wiederholen. Ich freue mich sehr, dass wir sie gefunden haben. Von diesen Elisabeths und Gabis und Gabrielas ist es Irene geworden. Nein! Wo? Nein. Oh! Heino! Heino! Ja, was? Das gibt's nicht. Was? Wie schaust, gell? Jetzt könnt ihr euch mal anschauen, habt euch verändert. Ich bin sprachlos. Ja, schaut ja. euch mal nur an, muss da gar nichts sagen. Klassentreff mit der Barbara. Ja, genau. Genau, aber jetzt habt sich dann die Clique. Gewollt. Du hast gesagt, Irene, die Ricke war so eine Anführerin, gell? Ja, was? Genau, so die Vorantreiberin mehr oder weniger. So Scherze ausdenken war sie und die Clique ist ihr nachgegangen. Und wieso sind die Wege auseinandergegangen? Ja, jeder ist seine eigenen Wege gegangen. Sie ist dann aus dem Bezirk weggezogen. Wir haben uns dann verloren irgendwie. Hättet ihr euch wiedererkannt auf der Straße? Klar. No will. Ja, schon nach dem zweiten Blick wahrscheinlich. Vielleicht schon, das ne? Mundwerk eventuell. Ja. Es ist ja gleich geblieben. Jetzt kommt der Rudolf zu mir. Der Rudolf wurde mit 5 Jahren adoptiert und ist jetzt viele Jahre später auf der Suche nach seiner Schwester. Sie ist der Rudolf. Rudolf, du hast eine sehr interessante Lebensgeschichte. Wir müssen wie immer am Anfang beginnen. Du bist adoptiert worden und bist wann dahinter gekommen, dass deine Eltern nicht deine wirklichen Eltern sind? Ja, das war mit 12, dann bin ich dahinter gekommen durch Dokumente und so. Ne? Und dann haben sie es mir auch gesagt. Ne? Wie war das? Kannst du noch erinnern, wie du damals ja, reagiert hast? Ein bisschen komisch, ne? Irgendwie, aber da ich ja schon 7 Jahre dort war, ne? Da ist mir das dann nicht so noch aufgefallen. Ein bisschen enttäuscht wahrscheinlich, weil da jemand vorgibt, ja. Eltern zu sein und ist nicht wahr. Du hast ja dann gesagt, okay, jetzt weiß ich, wer meine leibliche Mutter ist. Ich möchte sie suchen und du hast sie auch gefunden. Ja. Wie war denn dann dieses Zusammentreffen mit der Mama? Ja, das war nicht so besonders, denn sie hat mich, kaum war ich dort, ne, habe ich sie gefunden, ging sie zwischen der Marie und ließ mich wieder nach Hause zurückstellen, zu den Adoptiveltern. Kannst du heute verstehen, warum sie das gemacht hat? Verstehen weiß ich nicht, ob ich das verstehe, aber ich musste natürlich wieder zurück, da ich erst knapp nicht ganz 14 Jahre war. Ne? Das ist eher ein Wahnsinn, dass du mit 12 Jahren dahinter kommst, auf eigene Faust sie suchst, dann findest du sie endlich. Und dann will sie dich nicht haben bei sich und dann mit so einer Enttäuschung muss man mal fertig werden. Was aber nicht heißt, dass du nicht die Kraft in dir gehabt hast, zu sagen, ich gebe nicht auf, ich will mehr wissen. Ich will wissen, wer ich bin, ich will wissen, wo meine Wurzeln sind, ich möchte wissen, wer noch dazugehört. Und dann hast du viele Jahre später angefangen, deine Geschwister zu suchen.
Wann hast du denn begonnen zu suchen? Wann hast du gewusst, ja, da ist noch wer, ich bin nicht allein? Ich habe immer gewusst, ne, da waren ja Geschwister da. Als ich diese paar Stunden dort war, ne, liefen ein paar Kinder rum, ne, dann habe ich mir gedacht, dass da Geschwister sein müssten. Ne. Wie viele Geschwister hast du denn noch? Also, du hast ja da gesagt, da waren einige Kinder. Aber ja, da waren, sind noch zwei Brüder. Ne. Einer ist in Amerika und einer wohnt in Oberösterreich. Und Mädels hat es keine gegeben? Ja, gab es sicher, weil ich wusste immer, dass auch ein Mädchen war. Und ich dachte, das Mädchen wäre auch dort. Ne? Aber die Brüder haben nichts gewusst von einem Mädchen. Ne? Aber du schon? Ich schon, ne? Ja. Und jetzt möchte ich sie finden, aber das ist natürlich noch schwieriger. Ja, was weißt bei den du? Brüdern. Ich weiß, dass sie in Donnerwitz geboren ist, dass sie in Eisenerz getauft wurde, in Graz wurde sie gefirmt, aber wo sie jetzt zum Schluss ist, das, da hört dann irgendwo hört's dann auf. Da blockieren die Behörden ab und so weiter, ne? Die lassen nicht mehr viel mehr zu. Wir haben natürlich auch recherchiert und es war wirklich, wirklich ein schwieriger, ein holpriger Weg. Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Rosemarie in Remscheid geheiratet hat. Mhm. Dann haben wir dort am Standesamt angerufen, das heißt wir, meine liebe Redakteurin Hanna hat dort angerufen, hat dann die Information erhalten, sie hat noch einmal geheiratet und sie wohnt jetzt in Radevormwald. Wir haben dann erfahren, sie hat kein Telefon. Dann haben wir erfahren, sie hat doch ein Telefon. Gut, dann hat meine liebe Hanna stundenlang, jeden Tag telefoniert, wie eine Blöde. Es hat niemand abgehoben. Sie hat sie nicht erreicht. Dann hat sie gedacht, okay, wenn alle Stricke reißen, dann schicken wir jetzt einmal ein Telegramm und stecken einfach ein Flugticket dazu. Ein Flugticket von Radevormwald, von Wuppertal nach Wien. Ich habe keine Ahnung, ob deine Rosemarie das Ticket und das Telegramm erhalten hat. Aber wenn sie es erhalten hat, dann müsste sie jetzt hier runterkommen. Einfach auslassen. Ist es jetzt vorbei? Wieso, gell? Rosemarie, ja. War ganz, ganz schwierig, dich zu finden. Vielen Dank, dass du so spontan warst und hergekommen bist. Als Radevormwald. Ja. Rudolf, sag du was, du bist der Einzige, der jetzt irgendwie nicht heult. Ich habe genug gesucht. Ja? Ja, ich habe es auch versucht. Aber irgendwann gibt man es dran. Was hast du denn versucht? Früher, in jüngeren Jahren, habe ich immer, ich wusste nur, dass ich in Graz-Eckenberg wohnen sollte, durch meine Tante. Aber mehr wusste ich auch nicht gefunden, durch die Adoption habe ich ihn auch nicht. Und meine Mutter auch nicht. Und wie war es mit der Mutter? Wo ist die Mutter? Habe ich überhaupt keinen Kontakt. Die hat mich mit 7 Jahren zur Fürsorge gegeben. Und da bin ich zu Bauersleute gekommen, in Straß und hin und her geschickt worden. Und als ich 16 war, bin ich dann raus nach Deutschland. Da habe ich auch eine Episode. Was denn? Was denn? Er hat mir Kummer gemacht. Er war jünger wie ich. Wir waren damals am Brebichl in Eisenerz. Und die Mutter, soweit ich mich noch entsinnen kann, war Schaffnerin. Und mich da. Ich musste auf ihn aufpassen. Und dann habe ich nicht genug aufgepasst und dann hat er eine Glasmurmel verschluckt. Oh. Da war ich so fertig. Ich denke, jetzt kriegst du von der Mutter Schläge. Da war ich ja noch klein. Ja, das oder? Natürlich.
Nächsten Tag habe ich dich aufs Töpfchen gesetzt, da kam sie wieder. Seit fast 40 Jahren vermisst Ruth ihre Halbgeschwister und die Suche hat sich bislang als erfolglos gezeigt. Jetzt steht sie hinter der Tür mit pochendem Herzen, ohne zu wissen, ob es heute ein Wiedersehen gibt. Hier ist die Ruth. Manchmal denke ich noch an dich. Manchmal denke ich noch an dich. Ruth, was hast du alles unternommen bislang, um deine Geschwister wiederzufinden? Es ist natürlich wahnsinnig schwer, weil ich zwei Schwestern habe. Und bei Mädchen, die ja heute 40 oder 45 Jahre alt sind, die unter Garantie einen anderen Namen heute haben, als früher gehabt haben. Das heißt, du hast angefangen mit der Suche als, zu einem Zeitpunkt, wo die möglicherweise schon verheiratet waren. Ja, richtig. Sprich, erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten, kann man sagen. Wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Ich war 26, da ist meine Mutter gestorben beim Begräbnis und heute bin ich 63. Das sind schon Jahrzehnte, die da ins Land gezogen sind. So lange. Wie alt waren damals deine Halbschwestern? Ich glaube, die Kleinste ist noch gar nicht in die Schule gegangen. So klein waren sie noch. Du bist aber nicht mit den Halbschwestern groß geworden. Warum? Wo bist du dann geblieben? Ich war bei meinen Großeltern, weil eben meine Eltern geschieden waren. Das heißt, deine Mama und deine, also deine Eltern haben dich bei den Großeltern gelassen, da warst du wie alt? Wie sie sich scheiden haben lassen, war ich 10 Jahre in etwa. Okay, das heißt, du hast schon noch eine sehr gute Erinnerung an deine Mutter. Ja, selbstverständlich. Ja. Aber der Kontakt war dann, als sie wieder geheiratet hat, nicht mehr so ähnlich. Doch, ich war sehr viel bei ihr, ich bin sehr viel auf Besuch gegangen, aber ich habe auch schon mit 19 Jahren geheiratet und habe dann natürlich als Jugendliche alles andere im Kopf gehabt, als eigentlich meine Geschwister. Genau, das ist nämlich interessant, weil ich dachte, der Kontakt wäre abgebrochen, dann hättest du nicht so viel Kontakt mit deinen Schwestern. Wie ist denn dein Leben verlaufen? Du hast mit 19, sagst du, geheiratet? Ich habe mit 19 geheiratet, war 28 Jahre verheiratet, habe mich scheiden lassen, bin jetzt seit 10 Jahren wieder verheiratet. Okay. Ja, das Beste, was mir passieren konnte. Kinder? Mein Mann hat 3 Söhne mitgebracht, die meine Söhne sind. Deine Söhne. Warum ist das im Moment so ein großer Wunsch von dir? Deine, ich glaube, das ist altersbedingt. Denn umso älter man wird, umso mehr schaut man eigentlich zurück und umso mehr geht einem die Familie ab, wo man als Junge überhaupt nicht daran denkt, dass einem einmal eben Geschwister oder Eltern abgehen könnten. Irgendwann fragt man sich, ne? Was machen die? Ja, irgendwo fragt man sich, wie sind sie? Wo gehöre ich eigentlich wirklich hin? Sind Schwestern was anderes als Freundinnen? Ich finde, man hat eine tiefere Beziehung, eine innigere. Genau. Und auch wenn man so lang getrennt ist, irgendwo doch noch das Gefühl der Zusammengehörigkeit da ist. Bist du nervös? Doch. Sehr. Würden Sie jetzt reinkommen? Ja. Welche Frage würdest du Ihnen stellen? Was würdest du wissen wollen? Wahrscheinlich überhaupt nichts. Sie würde wahrscheinlich gar nichts rausbringen. Na, glaubst du, dass wir sie gefunden haben? Ich hoffe es. Aber das ist alles Schicksal. Aber es wäre sehr schade, dich heute nach Hause zu schicken und zu sagen, vielleicht melden sie sich irgendwann einmal. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu schade. Ne? Wäre schade. Wäre umsonst gewesen, wenn du herkommst. Das wärst du. Genau. Gut. Auch das könnte ich nicht ändern. Das könntest du nicht ändern. Aber wir können einiges ändern. Du wirst jetzt gleich persönlich fragen können. Überleg dir geschwind eine Frage. Hier ist aber sie sind nämlich nicht die ganze Mama. Die schauen ja so ähnlich, eine wie die andere. Also nur, dass du dich auskennst, Ursula und ich Linda. Ja? Ja. Ich glaube überhaupt sie. Ich glaube, die Mama sitzt vor mir.
Umgekehrt ist es natürlich auch so. Ich bin nur unglaublich glücklich, dass ich schon, gell? Ich bin ja froh. Schon. Das war so lang. Elfi weiß nicht genau, von wem sie gesucht wird, aber sie soll sich überraschen lassen. Hier ist die Elfi. Ich habe dir im Vorfeld gesagt, Elfi, das wird eine schöne Sendung. Und ich habe keine Ahnung, was passiert. Und du hast gesagt, ja, du warst immer alles. Aber es ist schön. Es ist alles, was heute passiert, ist schön. Wir haben schon einige zusammengebracht und vielleicht wird es dir dann auch heute so gehen. Was glaubst du, Elfi, wer sucht dich? Wer könnte dich suchen? Meine Schwester. Deine Schwester. Wie heißt sie denn? Brigitte. Brigitte. Wie lange habt ihr euch schon nicht mehr gesehen? 10, 15 Jahre. Eine lange Zeit. Mhm. So richtig gar nicht gesehen. Ja. Von der Bildfläche verschwunden, wie man so schön sagt. Aus den Augen verloren. Aus den Augen, aus dem Sinn? Aus dem Sinn auch oder denkst du an sie auch? Schon, schon. Ja. Ich glaube, ihr wart sogar einmal verheiratet mit zwei Brüdern, gell? Ja, genau. Und dann habt ihr euch mehr oder weniger zerstritten oder da war irgendwas und dann seid ihr auseinandergegangen und sie hat wieder geheiratet und du hast wieder geheiratet. Ja. Das heißt, die Suche ist auch ein bisschen schwieriger, weil man ja nicht weiß, wie heißt die nun mit Nachnamen. Mhm. Also dein größter Wunsch ist es, dass das die Brigitte ist. Könnte es sonst noch jemand anderer sein? Niemand. Sonst hast du zu allen einen Kontakt. Oder sonst wüsstest du auch nicht, wer. Nein. Es ist natürlich immer irrsinnig schwer, wenn Gäste zu uns kommen und dann sagen, ja, also ich suche da den oder diejenige und dann ist die Suche insofern oft schwierig, weil eben die Namen geändert werden, die Menschen irgendwo anders hinziehen oder ja, komplett ganz was anderes machen in ihrem Leben. Und das ist irrsinnig schwer, da auch durchzukommen. Aber wir wissen, wo Brigitte wohnt. Sie ist es. Es ist Oberösterreich. Toll. Da ist sie. Toll. Da lebt sie. Und hier ist sie, hier ist die Brigitte. Warum hast du an sie so viel denken müssen, Brigitte? Ja, weil sie die einzige Familie für mich ist. Wir haben irrsinnig viele Geschwister, im Prinzip sind wir eine. Mhm. Und der größte Teil ist ins Heim gekommen. Und wir sind zu zweit im selben Heim aufgewachsen, ja. Und wir haben ein Glück gehabt. Das ist zu zweit aufgewachsen. Brauchst du vielleicht ein Taschentuch? Nein. Nein? Nein. Ist dicht bei. Heidi hat in ihrem Leben so einiges erlebt. Ein aufregendes Leben hatte sie. Sie verkehrte in der High Society. Aber ihren Werner hat sie nicht vergessen. Hier ist die Heidi. Heidi, wann und wo und wie hast du Werner kennengelernt? Da war ich so zwischen 14 und 15, weil ich erinnere mich so an meinen 15. Geburtstag, wo ich heiß auf ihn gewartet habe. Es war so zwischen 14 und 15, ja. Ich glaube, es war vor dem Kaufhaus Tirol in Innsbruck, ja. Okay. Seid ihr dann auch zusammen gewesen? Also gab es dann auch einen Kuss? Ja. Wie war der erste Kuss mit ihm? Keiner.
keine Ahnung. Du fragst mich Sachen. Nein, an das kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich noch genau erinnern. Echt? Ja, na, sicher. Nein, an das kann ich mich nicht erinnern. Aber habt ihr nur einmal geküsst? Nein, nein, ich denke, das war öfter. Aber ich habe ihn wirklich nicht mehr so geistig vor mir, diese ganze Geschichte. Ich habe eine sehr nette Geschichte, wie meine ganze Klasse mich unterstützt hat, dass ich ihn treffen kann, das ja. Aber es war jetzt auch einfach der Zeitraum ein kurzer. Was war denn da mit der Klasse? Wir haben einen Schulausflug gemacht. Und ich habe gewusst, dass er Koch ist an einer Raststätte an der Autobahn. Und beim Zurückfahren habe ich dann als erstes aufgezeigt, mir können wir bitte stehen bleiben, ich muss dringend aufs Klo. Und dann hat damals meine Professorin gesagt, na also Heidi, jetzt sind wir ja gleich in Innsbruck, das wirst du jetzt schon noch aushalten, oder? Und dann habe ich gesagt zu meinen Kolleginnen, du wird sich nicht spielen, gell? Und dann haben die alle angefangen auch, ja ich muss auch aufs Klo und ich muss auch. Und dann sind wir stehen geblieben bei dieser Raststätte. Und ich bin derweil geschwind schauen, wo ich denn die Küche finde. Und meine Freundinnen sind alle aufs Klo, haben sich sehr, sehr viel Zeit lassen. Und der ist aus der Küche rausgekommen und irgendwo in der Ecke haben wir dann miteinander geschmust, ja. Das weiß ich, ja. Aber so, die Beziehung war es dann nicht, dass ihr jetzt Händchen haltend oder miteinander gegangen seid? Nein. Also, ich meine, für mich war er damals schon mein Freund, das ist klar, aber er war ja doch um viele Jahre älter. Du, und fesch war er, hast du gesagt? Ja. Ja, wie hat er denn ausgeschaut? Wunderschöne Zähne, kann ich da jetzt auch nicht sagen. Braune Haare, das weiß ich noch, sehr dichte braune Haare, so samtenen Blick und sehr, sehr schöne Zähne, also eine wunderschöne Mundpartie. Hat er irgendwem ähnlich geschaut, irgendeinem Star? Nein, weil er eigentlich großer Elvis-Fan war. Dem hat er nicht ähnlich geschaut, nein. Habt ihr euch dann, nachdem du nach Salzburg gezogen bist, irgendwann noch einmal gesehen? Ja, ich habe dann als Tischjockey gearbeitet. Unter anderem, und da war ich ungefähr 22, 23 und in einem Lokal in Innsbruck habe ich aufgelegt und wo ich dann fertig war und aus dem Lokal rausgegangen bin, da ist er, glaube ich, an der Straße, ich weiß nicht mehr, ob er noch in der Bar drinnen war, mit mir fast gleichzeitig rausgegangen ist, auf jeden Fall draußen, denke ich mir, den kenne ich doch. Und dann habe ich ihn angesprochen und dann hat sich herausgestellt, ja, das ist der Werner. Und du bist jetzt glücklich verheiratet? Oder? Nein, ich bin ein glücklicher Single. Ja, das ist schön, ein glücklicher Single, ja. Ist er das? Ja, er hat ganz dichte braune Haare gehabt, ja, und ein wunderschönes Lächeln. Ich schaue mal, ob ich ihn finde im Publikum, okay? Ja, ist in Ordnung. So, du hast ihn schon gesehen, wo da drinnen, oder was? Gerade. Genau hinter dir. Genau hinter mir, bist du das? Jawohl. Dann magst du noch vorgehen zu Heidi? Na, setzt euch mal hin, ihr zwei. In Alpenland. Sind wir da stehen geblieben, oder? Ja, da sind wir drin, ja. Was? Teilhaben lassen. 42 Jahre her. Ja, was war da? Ihr redet ja gerade von dem Treffen. Die Raststation war es nicht, es war ein Hotel, wo wir stehen geblieben sind. Oder Gasthaus, wo du gearbeitet hast. Ein Hotel. Und was war, also entschuldige, Werner, ich nehme an, du bist glücklich verheiratet. Nein, ich war nie verheiratet. Bist du liiert? Haben wir ja was gemeinsam. Es hat sich nicht ergeben. Aber ich habe zwei Kinder, ich habe meinen Obolus gemacht, oder? Du warst auch nie verheiratet, nein. Heidi? Nein. Nee, dann wird es Zeit, schönsten... dass nein. Ich habe mir geschworen, so jetzt arbeite ich noch 5 Jahre, dann bin ich in Pension, dann habe ich Zeit genug für einen Mann. Und man muss doch ein Ziel haben im Leben, oder? Den schönsten Tag des Lebens vor sich haben noch, ist doch ein Wahnsinn. Ja, das stimmt schon, Ja, schönster Tag. Aber es ist sehr von Vorteil, wenn der Mann kochen kann. Kochen kannst du, gell? 10 Jahre habe ich gekocht. Ja, also du kannst kochen. Ja. Ja. Und du bist Single? Ja, ein Jahr. Wie sie lacht. Ist das schön? Ich habe vergessen, der Barbara zu sagen, dass du immer braun gebrannt warst. Ja, da tue ich mir und so leid. Hast du ihn erkannt. Und da war er jetzt so der Einzige, der so braun gebrannt da jetzt gesessen ist. Und deswegen habe ich dann sofort irgendwie das Ding. Ihn erkannt. Ihn erkannt, ja. Sag, könnt ihr euch riechen? Was haben wir? Ob wir uns riechen können. Oh. Schön. Clement,
der seine Schwester schon sehr, sehr lange nicht gesehen hat. Herzlich willkommen. Grüß Gott, benannt. Ich bin so frei und sitze mich gleich. Ja, super. Schön, dass du da bist, lieber Clement. Aus Tirol angereist. Richtig, ja. Wie alt warst du, als deine Schwester weggegangen ist? Da war ich 14. 14. 15, ja. Die Eltern waren verstorben. Ja. Und ich glaube, der große Bruder hat sich um dich gekümmert. Richtig, gell? Ja. Also der Kontakt zu meinem Bruder war immer da. Die Schwester habe ich einmal dann getroffen, als sie mit ihrem zukünftigen Mann bei meinem Bruder zu Besuch war, habe ich sie auch gesehen. Ja, und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Mhm. Hat sie sich so in eine Richtung entwickelt, die dir nicht so gut gefallen richtig, hat? Ja, das hast du richtig erkannt. Ja. Ja? Was hat dir nicht sie gefallen? Sie ist mehr für die gehobene Klasse. Hat sie sich entschieden, sie wollte mehr sein, als wir waren. Mhm. So das, ein bisschen schickimicki. Ja, oder richtig, bei den oberen 10.000. Sie wollte eher hoch hinaus und ich bin eher bodenständig geblieben. Mhm. Und dadurch ist auch kein großes Interesse an Kontakt da gewesen. Okay. Das ist jetzt wie viele Jahre her seit dem letzten Kontakt? Seit dem letzten Kontakt. Ja, heute wären es um die 58 Jahre vielleicht. Mhm. Ja. Aber ich hatte inzwischen die Möglichkeit, mit ihr einmal Kontakt aufzunehmen übers Internet. Wie kam es zu dieser Kontaktaufnahme? Ging das von dir aus oder hat sie dich kontaktiert? Das habe ich gemacht. Aber ich war nur neugierig. Ich war neugierig, wo geht sie um? Was macht sie? Lebt sie noch? Aha. Keine Ahnung. Und dann gibt es im Internet viele Suchmaschinen. Ja. Und ich wusste ihren Namen und ihren verheirateten Namen. Habe ich sie gesucht, gefunden in der Schweiz, bei Aktiengesellschaften, in Aufsichtsräten und so weiter. Also an der High Society. Sie hat ihren Weg gemacht. Ja, und dann habe ich mich wieder gesagt, okay, es geht gut. Dann kam der Moment im Jahre 2013, als ich meinen Bruder besuchte, kamen plötzlich meine drei Cousinen, die ich schon über 50 Jahre auch nicht gesehen hatte, von England zu Besuch. Mhm. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, meine Schwester nochmals zu suchen. Mhm. Und siehe da, ich habe sie nicht mehr in der Schweiz, sondern in Kenia gefunden. Was hat sie dort gemacht? Sie hat alle Zelte in der Schweiz abgebrochen und hat dort ein Waisenhaus, eine Schule für Waisenkinder in Voi gegründet, um etwas Gutes zu tun. Das ist aber schön, gell? Weil du gerade gesagt hast, sie war so schickimicki und da macht sie aber jetzt etwas. Und das hat mich zum Umdenken gebracht und gesagt, jetzt nehme ich Kontakt mit ihr auf. Sie hat ein wunderbares Projekt gemacht. Von nichts hat sie eine Schule aufgebaut, für die Ärmsten der Armen, kleinen Kinder in Kenia. Seid ihr euch ähnlich, also optisch? Als Kinder habt ihr euch ähnlich geschaut? Glaube ich nicht so besonders. Ja? Das will ich nicht beurteilen, kann ich nicht beurteilen. Weil ich war doch als Kind 3 Jahre jünger. Ja. Naja, da war ich noch lieb. Du bist jetzt auch lieb. Da war ich lieb und jung, jetzt bin ich noch und. Nein, ja, süß. Und das ist quasi Papa, Mama und die Anne Dore. Ja, richtig, ja. Mhm. Ja, schon, eine gewisse Ähnlichkeit besteht schon zwischen euch beiden, gell? Ein bisschen. Zumindest auf dem Foto, also die Augen hätte ich gesagt. Manche Leute behaupten es. Süß, süß jetzt da. Gut, Kontakt wieder aufgenommen. Und wie soll es jetzt weitergehen? Also willst du sie besuchen? Kommt sie zu dir? Das ist mir zu weit. Was ist da zu weit? Nach Kenia reisen? Ja, freilich. Na, wieso? Flugzeug setzen geht schon. Ja, freilich. Flugzeug setzen geht schon. Ist es dir zu heiß dort? Oder wie? Ja. Ja. Aber habt ihr euch irgendwas ausgemacht, dass ihr euch sehen wollt? Oder dass ihr ausgemacht haben wir nicht. Sie hat gesagt, ich soll sie besuchen. Habe ich gesagt, du hast den gleichen Weg. Das heißt, dir wäre lieber, wenn sie käme, statt dass du zu ihr reist. Ja, das ist für mich angenehmer. Aha, aha.
Und ich bin mehr fürs Praktische. Okay, okay. Und wie groß ist der Wunsch von euch beiden, dass ihr euch seht? Ist der groß? Weil ich meine, jetzt habt ihr euch 58 Jahre oder was nicht gesehen. Ja, es wäre schon toll. Schon schön. Ja. Ja. Es kommt immer die Frage des Aufwands. Na sicher. Aber angenehm ist es natürlich, wenn andere den Aufwand übernehmen, ja, und man einfach nur da sitzen kann. Das wäre ja toll. Das wäre schon toll, wenn jetzt die Tür aufginge und die Anne Dore käme rein. Und dann sind wir aufgewacht. Ja, oder man ist schon lange munter. Ja? Ah ja, das kann auch sein. Weil ein lang gehegter Wunsch könnte jetzt in Erfüllung gehen. Schau, schau. Ich lasse mich überraschen. Na dann lass dich mal überraschen. Mein verrücktes Huhn. Hallo, grüß dich. Kennst du noch? Aber natürlich. Ich bin wohl jünger geworden. Das waren die Barbara Karlich Show Classics. Endlich wieder vereint. Bis bald in der Barbara Karlich Show.